Hi, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich Heaven Hill 19-year-old Caden Head. Abgefüllt Februar 2016, 57,7% und bei Whisky Base ist es 78160. So, ich schenke schon ein. Heaven Hill kennen wir. Ich habe auch eine That Boutique vom Heaven Hill gemacht. Ich habe von Masters of Malts of Scotland MOS ein Heaven Hill gemacht und jetzt darf ich vom Caden Head auch ein Heaven Hill testen. Das scheint eine der ganz wenigen Whiskys, die in Europa abgefüllt werden, aus Amerika, die sich noch gut genug auch dafür erweisen. Schöne, tolle Farbe, Leute. Also wirklich hier. Also richtig, richtig dunkel. Ich habe so ein Glück in letzter Zeit, was ich hier einfach mal testen darf. Dickel habe ich getestet. Michters habe ich getestet. Gestern habe ich zum 300. Video, yay, habe ich dann Booker's Rye Big Batch getestet. Und heute darf ich auch eine Flasche testen, der nur 150 Mal gab. 115 € hat es ursprünglich gekostet und jetzt momentan bei verschiedenen Auktionsseiten geht es für 600 € weg. Wahnsinn. Also, es gibt ein kleines Mathematikaufgabe, denn das ist 19 Jahre alt. 19 bedeutet abgefüllt 2016, minus 19 bedeutet 1900 und dann irgendwo zwischen 97 und was auch immer 96 abgefüllt. Kein Problem, ja? Also alles gut. Achtung, Achtung. 7. November, wer mein Whisky-Video geschaut hat wegen That Boutique, That Whisky Boutique geschaut hat, weiß noch, dass diese Flasche von Heaven Hill eine Sprinkleranlage drauf hatte. Denn am 7. November 1996 wurde der Heaven Hill Distillery plus viele Lagerhäuser zerstört durch Feuer. Also es konnte gar nicht 97 abgefüllt sein, denn da gab es keine Distillerie. Das heißt, entweder ist das da eine der allerletzten Abfüllungen damals, bevor 7. November 1996 alles zerstört wurde. Oder, und das waren auch einige Leute online, sobald es abgebrannt ist, hatten dann natürlich Wild Turkey und Jim Beam gesagt, hier könnt ihr was von uns haben und ihr könnt das natürlich auch unter euren Namen dann abfüllen und verkaufen. Leute, die es in Amerika getestet haben, die auch Heaven Hill Produkte kannten vor 96, sagen, da fehlt was. Es schmeckt nicht ganz genau nach Heaven Hill. Aber Leute, die Sachen getestet haben aus Jim Beams Zeit vor 1996, sagen, schmeckt eher nach Jim Beam. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Caden Head eine 17 Jahre rausgebracht hat vor 2 Jahren. Das war mit 58 abgefüllt. Und da gibt es eine Geschichte. Es gab ein Fass, oder im Grunde muss ich sagen, es gab zwei Fässern, die nach 9 Jahren Zeit in den Vereinigten Staaten nach Schottland kam. Und diese zwei Fässern, zumindest glaube ich, es sind zwei, vielleicht kommt noch eine mit 21 Jahren raus, vielleicht sind es sogar drei, ich weiß es nicht. Aber diesen Fass mit 9 Jahren kam in ein ganz normalen Lehm Lagerhaus dort in Schottland und hat dann praktisch weitere 8 Jahren und jetzt sogar hier weitere 10 Jahren dort gelagert. Und das haben wir jetzt hier zu testen. Ich werde heute nicht über Caden Head viel erzählen. Das kommt später, wenn ich irgendwann in Schottland bin und mich weiter damit auch auseinandergesetzt habe. Das ist einfach nur eine unabhängige Abfüller, genau wie Malts of Scotland, MOS und verschiedene Signatory und so weiter. Wenn du irgendwas von Caden Head findest, geh davon aus, das Zeug ist gut. Nicht unbedingt billig, aber gut. So, 57,7%. Heaven Hill, 19 Jahre alt. Jason, Whiskey Jason hier, ein Heaven Hill Experte sagt, jo,
Kann ich. Also das riecht nach einer That's Boutiquey Heaven Hill. Da war eine gute Sache. Ja, ich habe gerade eben ganz kurz geschaut, ob ich noch einen Rest hätte von diesem That Boutiquey Heaven Hill. Habe ich leider nicht mehr. Glaube ich, ich habe es ausgetrunken. Das war sehr, sehr lecker. Auch das hier ist sehr, sehr lecker. Ich krieg einiges an Clay. Ich habe viel Holz. Ich habe ein bisschen Alkohol. Ich habe dann da Vanille. Ich habe Eiche und ich habe ein bisschen Tabakblätter. Wow. Das habe ich schnell erzählen können. Tabakblätter und Clay kommen relativ deutlich auch hervor in meiner Nase. Und da ist viel auch in reifen, sehr reifen Alkohol drin. Also eine dunkle Molasses, dieses zuckerähnliches, wie Rübensirup, ist da ein kleines bisschen dabei. Wie ich sagte schon, ich kriege sogar einen grünen Tee. Bisschen zu weißen Tee, aber ich bleibe bei grünen Tee. Eine Mate-Tee sogar, eine richtig dunkel heftige Kräuternote dabei. Jetzt kommt, da kommt jetzt, ich habe ein bisschen herumgeschwenkt, da kommen viel Tabakblätter jetzt dabei heraus. Und Mais. Ein bisschen Maissirup auch dazu. Also, alles über 50% darf ich Alkohol dazu tun, alles über 60 tue ich das. Entschuldigung, Wasser dazu. Ich probiere mal erstmal ohne. Ein bisschen Wasser werde ich schon dazu tun. Diese Alkoholnote ist ein bisschen mehr im Vordergrund, als ich es gerne habe. Unheimlich viel Eiche. Wow. 19 Jahre im Fass. Was erwartet man, ja? Also gut. Mais, Tabak, Blätter, grünen Tee. Nicht viel Leder. Da geht nicht in diese Richtung. Der geht eher Richtung Mate-Tee. Also Leder ist ein dunkel, weich und Mate-Tee ist eher dunkel und kantig. Ich weiß nicht, ob ihr jemals das versteht, was ich so mein Gehirn das so produziere an Bilder. Ja, ganz am Ende kommt ein bisschen was auch an. Ja, Tabak, grünen Tee, Mate-Tee, Maissirup. Der ist gut. Nicht wow. Da fehlt irgendetwas. Der ist sehr dreidimensional. Ich glaube, ich habe dann gesagt, Tabak. Mate-Tee, Mais, Alkohol. Das alles, was ich habe. Holz habe ich vergessen, Entschuldigung. Tannin nicht, das ist gut. Also Tannin sind irgendwie ganz, ganz unterschwellig da, aber der Holz ist schon da und drückt ab und zu mal. Okay, Wasser. Wasser darf sein, Wasser muss sein. So, eins. Ja, das musste. Müsste reichen, der ist nicht 68 wie gestern bei den Bookers. Was sagt meine Nase? Meine Nase geht mehr Richtung grün Gras, Zitronengras sogar habe ich. Irgendwie bin ich nicht ganz so glücklich. Also am Heaven Hill, was sehr alt ist, ist meistens nicht wow. Sorry. Tabak, Zitronengras und Mate-Tee sind sowieso ein bisschen ähnlich. Ein bisschen ist ein bisschen dunkler, der andere ist ein bisschen heller. Zitronengras ist ein bisschen heller für mich und Mate-Tee ist ein bisschen dunkler. Da hatte ich gerade eben noch mal ein bisschen Eiche.
Da kommt, ah, das ist genau. Es kommt Maiskolben mit Butter, also auf einen Grill. Jo, gut. Bisschen Wasser tut denn echt gut. Ja, echt richtig gut. Wow, das entwickelt sich viel, viel besser. Das muss ich noch mal probieren hier. Ist interessant. Es fasziniert mich immer wieder, was Wasser hinzukippen zerstören kann und auch was manchmal es wirklich hier verbessern kann sogar. Wow, das war echt richtig nett. Wobei ich habe eher einen guten Smooth Ambler am Old Scout im Mund gehabt. Die haben auch diese 17 Jahre alten Smooth Ambler Old Scout auch als Bourbon gehabt, ganz am Anfang. Und der war so gut. Und das ist das, wonach ich hier schmecke. Also es könnte tatsächlich sein, dass Smooth Ambler damals ein bisschen was vom Heaven Hill abgekauft hat. Könnte sein, dass es Produkte von Jim Beam waren. Who knows? Also das ist allen hier irgendwie eine geheimnisvolle Sache, obwohl es erst in 96 war. Also komm, da war ich schon 8 Jahre in Deutschland, also so lange ist es nicht her. Damals gab es schon Computer, die dann Dinge da aufgeschrieben haben. An der Nase ist echt ein bisschen mehr dieses Zitronengras, diese Mate-Tee, diese Tabakblätter, aber im Mund, da bin ich jetzt sehr gespannt. Erst im Mund mit Wasser wird er richtig gut. Kommt im Mund rein, viel Bourbon, also Holz, Zucker, Klee, Mate-Tee, Zitronengras. Dann kommt ein bisschen Alkohol dazu und da kommt mehr Eiche dabei. Und dann am Ende entwickelt sich da ein kleines bisschen hier dieses Spiel zwischen Eiche, Mate-Tee, Holz, das ist Eiche. Alkohol, aber auch da ist Vanille und da ist auch ein bisschen so dieser Mais mit diesen Maiskolben mit Butter am Grill. Und der Abgang ist natürlich auch relativ lang. Sehr, sehr gut. Also, ohne Wasser 2. Glatt. Er hat mich nicht so umgehauen. Mit Wasser 1 minus. Also da ist es echt nett. Preis-Leistungs-Verhältnis, Leute. 115 Euro Ursprungspreis 4 minus. Jetzt Secondary Market 600 Euro 6. 6. 6. No. Nein. Man bezahlt keine 650 Euro für eine Flasche Bourbon. Sorry. Egal, ob es der 17 Jahre alte, der alte mit 58% war oder 19 Jahre alte, jetzt hier mit nur noch 57,7%. Einfach zu viel. Nicht die Sache wert. Aber nett. Tabak, Mate-Tee, Zitronengras, Eiche, Alkohol. Nett. So, Whisky Jason hier. Falls du Heaven Hill 19 Jahre alt angeboten bekommst von einem Freund, bitte probier es. Aber mach die Flasche bitte nicht auf. Das ist einfach die Sache nicht wert. Also lieber sammeln und dann irgendwann mal für 800 Euro von mir aus verkaufen. Es gibt immer wieder verrückte Leute, die da viel, viel Geld ausgeben für solche Sammlerstücke. Es gab noch 150 Flaschen. Also von daher, und wer weiß, ob es noch einen dritten Fass da von Cadenhead gibt vom Heaven Hill. Ob da überhaupt eine 21 Jahre alte rauskommt, zweifle ich sehr stark daran. Coole Geschichte. Caden Hill ist sowieso genial. Egal, was man findet, bitte, bitte probieren. Immer sehr, sehr gut. Und schön, dass Sie ein bisschen denn da probiert haben, vor 10 Jahren auch was aus den Vereinigten Staaten zu kaufen und jetzt hier zu verkaufen. Finde ich sehr, sehr gut. Unterstütze ich. Allerdings nicht für einen Secondary-Preis von 650 Euro. 650 Euro ist krank. So, danke, dass du mein Video likest. Danke, dass du mein Video am Channel abonniert hast. Und wenn du unten schaust, werde ich auch einige
Bourbons, Entschuldigung, eigentlich Scotch Malts schauen, die auch bei Amazon angeboten werden. Hoffentlich auf dem Caden Hill. Caden Head. Okay, tschüss und bis demnächst.